Hallo und seid herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von der Oldstream Farm, von unserem Youngtimer-Projekt. Samstag 11 Uhr, ne, im Wechsel mit der alten Liebe. Und ja, wir sind schon auf dem Feld. Und wir, das sind der Jörg und ich. Hallo Jörg, grüße dich. Hallo René, hallo liebe Zuschauer. Ja, da sind wir wieder. Und uns hat keiner die Arbeit gemacht. Hier sieht es genauso aus wie letztens. Eben. Der Häcksler steht noch genau da, wo man stehen haben lassen. Ja, ein Unterschied hat es. Ne? Es war zwischendurch mal der Landmaschinentechniker hier und hat im Kofferraum einen größeren Motor gehabt. Wir hatten ja letztens das Problem, dass der hier fast gestorben ist. Ja. Soll heißen, wir haben eine aufgerüstet, der hat jetzt den stärksten Motor und wir hoffen, dass es einfach heute gut passt hier. Genau, der hat jetzt 410 PS. Sollte gehen, ne? Müsste jetzt besser funktionieren. Aber wir wollen ja heute erstmal den Helfer fahren lassen. Mal gucken, ob das einigermaßen funktioniert, dass wir zu zweit abfahren können. Richtig, das wäre der Plan, dass wir auch vorwärts kommen. Und wenn wir den Mais runter haben, ist an für sich der nächste Plan Tiere, ne? Ist ja unser Hauptziel, dass wir erstmal Tiere auf dem Hof kriegen und die müssen was zwischen die Zähne kriegen. Von daher hat Jörg die Tage noch vorbereitet, hat noch die Kuhweide, die große, da wo wir dann mal später Bullenmast betreiben wollen, gemäht, geschwadet und das müssen wir auch noch mit der Pickup aufnehmen und das soll dann in den Schweinefuttermischer. Genau. Das wäre das Ziel für heute. Oh, das Schweinefutter. Mischanlage braucht auch Häckselgut, also müssen wir häckseln. Ganz einfach. Das hier geht ins normale Fahrsilo und der Rest in den Mischer. So, ich würde sagen, dass wir was schaffen. Ich schwinge mich mal hier in die Mühle rein, starte mal den Helfer und dann gucken wir mal, wie das hier so abgeht. Warte mal, der steht. Oh, ich sehe einen Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein bisschen schief noch. So, ich weiß nicht, ob der seine Bahn findet. Gut. Machen den Helfer an, der macht schon mal los und ich im MB-Truck hinterher. Ja, ich komme her, ich komme her, ich komme her. Muss mir mal den Hut anmachen. Und ein bisschen aufschließen hier zum Kollegen. Ich kann mich noch erinnern, Jörg, dass wir zwei Bahnen ungefähr in den Anhänger bloß reinkriegen. Ne? Ja, waren am Anfang nicht so arg viel gewesen, ja. Aber das war auch, glaube ich, teilweise durch, dass wir die Vorgewände weggemacht haben, damit der Platz hat zum Wenden der Helfer. Aber schauen wir mal, was passiert. So, also bis jetzt, wir gucken mal, haben wir einen Helfer oder eine Helferin. Wir haben eine junge, nette Dame hier am Steuer sitzen. Und die macht das bis jetzt recht professionell. Jörg ist schon hinter mir. Ach, das sieht schön aus. Ach, und ist das auch schön, wieder auf dieser Oldstream-Farm zu sein. Wir haben doch jetzt durch Urlaub und Krankheit und Zeitmangel ja ein bisschen Nachholbedarf. Genau, nee, so oft waren wir noch gar nicht hier. Jetzt durch die ganzen Ausfälle und Urlaub ist wichtig. Ganz wichtig ist alles, das Allerwichtigste wahrscheinlich, aber auch die Ausfälle zwischendrin hat es ein bisschen gestockt, die Sache. Aber ich denke, ja, das kommt jetzt alles wieder so langsam in Schwung. Genau. Es ist ja, da haben wir uns ja gerade eben vor der Aufnahme unterhalten, es ist ja momentan so ein bisschen Sommerloch. Von daher, wenn dann die Außentemperaturen wieder angenehmer werden und dann setzt man sich auch gerne mal wieder oder lieber wieder vor den Kasten oder auch vor den Fernseher zum Gucken, und dann macht das alles auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Genau so ist es. Und ich bin voll. Ups. Und jetzt ging der Gang nicht rein hier. Eieiei. Also können wir jetzt konstatieren, wir schaffen nicht mal zwei Bahnen. Aber trotzdem finde ich so die Gespanne gut. Das schaffen die Schlepper. Eben, das ist ja. Und wenn wir. Ja. Ne, ich wollte gerade sagen, wir haben ja doch auch teilweise ein bisschen Steigungen hier in der Karte und wenn der sich dann ja so, wenn die sich dann so quälen, ist das ja auch nichts, das muss ja nicht sein.
Nee, ist richtig. Und wie gesagt, wir können zu zweit abfahren, wenn das mit dem Helfer funktioniert. Das wird natürlich dann auf der Wiese ein bisschen anders werden, Stimmt, ja. weil da funktioniert es nicht. Da hätte man müssen mit Cosplay mähen und schwaden und dann kann man auf demselben Kurs den Häcksler fahren lassen. Aber das ist dann alles schon ein bisschen komplizierter. Dafür ist dann der Weg, wobei der Weg ist gleich, egal ob von der Wiese oder hier von dem Feld. Ich denke, das ist jetzt Ja, das ist kein alles. Riesenunterschied. So. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich merke gerade, ich habe immer noch so ein paar kleine Mikroruckler. Wir waren jetzt lange auch nicht auf dem Server. Vielleicht muss auch wieder die Karte erstmal wieder richtig durchgeladen werden. Ja, und überhaupt. Ich habe schon zu Jörg vor der Aufnahme gesagt, hoffentlich fliegt nicht einer wieder von uns runter, wie bei der alten Liebe. Da hat es ja Jörg zweimal erwischt. Ja, aber also bei mir läuft es eigentlich heute. Also ich habe bis jetzt mal keinen großen Aussetzer gehabt, wie das letzte Mal. Da war das ja wirklich, wirklich, also so hatte ich es eigentlich noch nie erlebt, irgendwie auf dem Server, was da los war. Ich habe im Anschluss hatte ich dann noch einen Speedtest gemacht, ob es irgendwie an meiner Leitung lag, aber der war über 100%. Von daher weiß nicht, was das letzte Mal war da. Ja, das kann auch eben sein, dass mal, was weiß ich, da was überlastet ist. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es Oh. nicht. Nee, ich weiß es auch Ja. nicht. Hier habe ich jetzt, wie gesagt, ein paar so kleine Mikroruckler drin. Ich hoffe, das ergibt sich noch. Und gut ist. Hast du zufällig noch im Kopf, wie schnell sind wir denn aus dem Silo rausgefahren? Mit drei, Ich glaube ich, ne? hatte drei, ich hatte eine 4 eingestellt gehabt. Eine 4. Vorhin. Oder eine 4 war bei mir noch eingestellt auf dem Traktor. Ah, Ich hier war weiß es eine 3, deswegen frage ich jetzt, nicht, ob. aber Ja, das ich ist. probiere es mal mit der 4. So, die erste Schicht ist ja schon verdichtet. Wir haben unsere Fiat-Raupe genommen, der haben wir jetzt noch vor der Aufnahme ja, so ein Standard-Düwelsdorf-Schild verpasst. Hinten dran, weil vorne hat sie ja keine Aufnahme dafür, also kein Dreipunkt. Und ja, Hauptsache, wir kriegen es ein bisschen geschoben und verdichtet. Nur verdichten tut sie ja gut, das ist ja schön. Na. So, 3, 4 haben wir gesagt. Na, oh, jetzt habe ich den Hänger abgekoppelt. Ja, bin ich denn verrückt? Ich will doch einfach nur fahren. Und jetzt haut der Tempomat wieder nicht hin. Was ist denn hier los heute? Also, nochmal zurück, nochmal auf Anfang. Abkippen. Und wenn er anfängt zu kippen, fahren wir los. So, jetzt scheint es zu klappen. %, na, 4 ist vielleicht doch ein bisschen schnell, oder? Mal gucken. Ja, also ich würde das nächste Mal mit 3 fahren, bin ich der Ja, Meinung. Das ist. vielleicht ist die MB3 die Deutz 4 oder so. Ich Genau, das ist weiß gut gesagt, Jörg. So, da kommt er auch schon um die Ecke gedonnert. Ja, erstes Thema müssen wir ja unbedingt mal ansprechen, die Hitze in Deutschland. Ne? Ich denke, da wird es den einen oder anderen von euch ebenso gehen wie uns. Also im Norden ist es vielleicht was kühler, ich weiß es nicht, wie südlicher. Aber also, es ist schon krass. Also die Schwüle dazu. Gestern, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Gestern hatten wir ein starkes Gewitter am Nachmittag mit 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist schon heftig. Das ist, ja. Genau, ne? Das Gewitter war bei uns, sagen wir mal, so 12 Stunden früher. Das war die ganze Nacht. Vorgestern hatte ich eine Nachtschicht. Es hat wirklich fast die ganze Nacht bei uns irgendwann mehr oder weniger mal gedonnert und geblitzt und hat geregnet. Also hat die Nacht relativ schön abgekühlt. Und gestern der Tag, der war, oh, das war
was hat man gehabt? Ich glaube 32, 33 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 85%. Also wahnsinnig, da habe ich einen Schritt gemacht und dir ist der Schweiß aus allen Poren gelaufen oder so. Richtig. Ist das schon ist Wahnsinn. Ja, und die Nächte, das ist eben, bei uns hat es jetzt nicht abgekühlt. Also wir hatten jetzt in der Nacht die letzten drei Tage so 23 Grad, 24 Grad und das ist nicht schön zum Schlafen. Nee, das ist ja, ich denke mal, das ist so das Hauptproblem eigentlich, die relativ warmen Nächte und das schlechte Schlafen, das ist eigentlich das Ding, wenn das tagsüber was ich 30 Grad hat und dann ist das ja okay, das ist ja zum Aushalten, sage ich mal. Aber wenn du halt nachts nicht zur Ruhe kommst, weil es zu warm ist und das ist das Dings. Genau so ist es. Na, und ist ja meine Spätschichtwoche und ich komme dann so 11:30, dreiviertel zwölf zu Hause an. Ich habe mich dann jetzt immer abends nochmal auf die Terrasse rausgesetzt, mir nochmal eine Kerze angemacht und noch ein kühles Bierchen aus dem Kühlschrank getrunken. Aber ja, da hat es der eigentlich danach auch schon wieder alles aus den Poren rausgetrieben. Das ist ja, obwohl man duschen war und, aber naja. Aber das ganze Jammern bringt nichts, wir müssen da alle durch. Eben, also ich habe vorhin mal auf meine Wetter-App geguckt, also ab Samstag wird es bei uns langsam besser und am Sonntag soll es wirklich plus 21 Grad sein und ich glaube, die haben und fast an die 20 Liter Regen den Tag über, also von daher wird es dann herbstlich am Sonntag. Ja, schauen wir mal, ob's so das kommt. Passt ja mit dem zusammen, was du sagtest. Bei euch war das Gewitter eher wie bei uns. Und ja, bei uns ist das Wochenende noch warm angekündigt. Sehr warm. Also kommt dann bei uns die Abkühlung wahrscheinlich auch erst Montag vielleicht. Montag, Dienstag eventuell. Ah, das weiß ich. Also das war aus der letzten Erfahrung, aus den letzten Jahren, dass bei uns immer, dass wir so circa so 24 Stunden. Früher sind wir im Wetter meistens, weil ja die Deutschland doch relativ oft das Wetter aus dem Südwesten kommt, sind wir meistens so die Ersten, die es abkriegen. Und dann zieht es dann so quer einmal über Deutschland drüber oder so. Aber das ist ja schön, dass ihr wenigstens auch vom Unwetter verschont geblieben seid. Nee, also es war am Mittwochabend eben ein starkes Gewitter oder Nachmittag, ja. Aber jetzt ohne großen Sturm oder was. Eben viel Wasser und das ist das, was der steinharte Boden ja gar nicht aufnehmen kann im Moment. Das ist das Problem. Genau. Nee, also das ist ja, da hat man ja auch schon wieder am Mittwoch. Nee, Mittwoch war gestern. Nee, am Dienstagabend und auch gestern dann die Bilder teilweise oben aus Ostfriesland, da muss es ja schlimm gewesen sein. Oder hier bei uns, nicht ganz so weit weg, in Karlsruhe, Bruchsal, da muss es ja auch ganz schlimm wieder gewesen sein. Da muss irgend so ein Bach, weiß gerade den Namen, habe ich jetzt vergessen, der hat normalerweise 10 Zentimeter, der muss da innerhalb kürzester Zeit auf fast 2 Meter angestiegen sein. So hat es da innerhalb kürzester Zeit muss da Wasser runtergekommen sein. So, jetzt war aber hier schon ein bisschen schalten wie ein Weltmeister, dass er hier, komm ich hier rum, doch, passt. Ja gut, das ist hier Giants Standardhelfer, aber trotzdem macht die Frau das gut, bin zufrieden, aber wenn er keinen Platz hat, wendet er halt in der Frucht, ne? Aber das wird ja alles gut. Es soll besser werden und das ist das, worauf ich mich wirklich freue. Vielleicht auch gleich mal ein gutes Thema, ne? Dass wir mal noch den LS25 ansprechen. Ja, das ist wirklich eine Sache, wo ich mich drauf freue. Wenn das so funktioniert, wie es gezeigt wurde, dann wäre das schon mal ein Riesenfortschritt. So, Jörg, ich bin gleich voll hier. Jawohl, ich bin hinter dir. So. Ja, und während ich jetzt hier zurückfahre, kann man ja sagen, hätte ich ein bisschen Zeit und da wäre es genau die richtige Zeit für
Ja, Alex, Frage der Woche. Sie hat uns natürlich wieder versorgt mit einer schönen Frage, wie ich finde. Und es geht eigentlich um unser Lieblingsthema Essen. Also, Alex, da hast alles richtig gemacht. Und ja, sie möchte von uns, von euch gerne wissen, wenn ihr eine Pizza bestellt oder euch eine Pizza macht, selbst belegt, was gehört auf gar keinen Fall auf deine Pizza? Ich bin ganz Ohr, Jörg. Aha, also zuerst muss ich mal vorausschicken, muss ich sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt der große Pizzaesser bin. Da muss ich schon wirklich Lust drauf haben. Aber was bei mir überhaupt nicht geht, ist Salami. Weil ich mag keine warme Salami oder heiße Salami. Das ist so, oh, das brauche ich gar nicht. Und da ich ja, habe ich ja schon öfters mal erzählt, nicht unbedingt der ganz große Käseesser bin. Sowas wie Gorgonzola oder sowas. So extrem nach Käse schmeckender Käse. Das brauche ich aber auch absolut nicht. Aber ansonsten bin ich so mehr der klassische, sagen wir mal so, Schinkenpilze-Pizza-Esser. Okay. Ist so eher mein Ding. Jetzt hat er mir doch meine Antwort fast weggenommen. Ach, nee, ich habe es schon befürchtet. Ja, kein Problem. Punkt 1. Salami ist absolut mein Ding. Da habe ich kein Problem damit. Esse ich sehr, sehr gerne. Salami, Schinken, Pilze, das ist so für mich der Klassiker. Aber was gar nicht geht, ist Gorgonzola. Also die schiebe ich ganz weit weg, wenn sowas drauf ist. Und da bin ich auch völlig d'accord mit dir und einer Meinung. Käse esse ich gern, solange wie er nicht extrem riecht. Also wenn es stark nach Käse, so ein Bergkäse oder was, und da wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, wow, das ist doch das Beste, was es gibt. Mag sein, aber wenn er stinkt, ist es nicht mein Käse. Nee, das ist richtig. Also da kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Das war so ziemlich am Anfang, wo die Alex das erste oder das zweite Mal bei uns hier oder bei mir hier war. Und da habe ich gesagt, hier, guck mal, wir bestellen uns heute Abend mal Pizza und so weiter. Und da hat sie da, habe ich ihr da die Karte gegeben, da hat sie sich was rausgesucht und hat gesagt, oh, sie hat schon bestellt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich fahre hin und hol's. Und dann bin ich auf der Heimfahrt, hat sie sich doch glatt eine Quattro Stazioni, also da die mit vier verschiedenen Käse Pizza bestellt gehabt. Ich habe das Fenster runtergemacht. Also ich habe es fast vom Geruch her habe ich schon fast nicht ausgehalten. Da habe ich gedacht, uiuiuiui. Ja, das waren so. Ja, Dinge. Das ist immer so, ne, wenn man zum Lieferdienst fährt oder ja, ich hole ja auch gern selbst ab, weil wenn man so wartet, das ist immer blöd und wenn wir einen Döner essen oder irgendwas, also das Auto riecht dann schon wie Dönerbude, ne? Naja, klar. Nee, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, da gab es das noch von dieser Lieferservice, zumindest hier bei uns auf dem Land, noch gar nicht. Von daher, da musste man noch fahren, musste man sich noch selbst holen. Aber, wie gesagt, das war gut, wir haben es nicht so arg weit, aber die hat man so richtig schön. Richtig schön gerochen, die Pizza, die sie sich da bestellt. Mm-hmm. So, also die MB3 ist perfekt. Ich brauche die Deutz 4, muss ich feststellen. Die Deutz 4. Die Deutz 4, gut. Jetzt können wir den Tempomat wieder hochziehen. Ja, und da wäre natürlich jetzt auch die Frage an euch gerichtet. Wer uns da was dazu erzählen möchte, was macht ihr oder was bestellt ihr oder legt ihr euch auch unter keinen Umständen auf die Pizza? Genau, das ist die Frage. Ja, werden wir. Ich denke, da sind wir gespannt. Die Geschmäcker ja normalerweise ganz, ganz unterschiedlich sind, sind wir da echt mal gespannt. Gott sei Dank sind sie unterschiedlich, ne? Und sonst würden wir alle dieselbe Pizza essen. Wie bei euch da die Vorlieben sind. Wie gesagt, auch so mal aufs Brot oder was, eine Scheibe Käse, alles schön und gut, aber eben
darf nicht extrem riechen. Ist bestimmt der beste Käse und der gesündeste und hast du nicht gesehen. Aber wenn die Nase Nein sagt, dann eben, das ist ja, ist es so. So, wie viel haben wir denn noch beim Feldschöpfkoni geguckt jetzt? Also so viel, das stimmt gar nicht so richtig ab, irgendwie. Naja, dadurch, dass wir eine volle Bahn und na, vielleicht ein Drittel oder ein Viertel Bahn noch schaffen bloß, ne? Aber so ist es ja im wahren Leben, ne? Wenn gehäckselt wird, die Häckselkette ist ja im Real Life je nach Fahrstrecke deutlich größer, sprich bedeutend mehr Abfahrer. Okay. Ja, und da haben wir 2M ordentlich zu schaffen hier. Hier läuft Balu, läuft mitten auf der Straße rum. Ist der verrückt. Also mit den Hunden im LS bei uns, haben wir schon sehr seltsame Exemplare erwischt, muss ich sagen. Auf alle Fälle. Den einen, den siehst du manchmal die ganze Folge gar nicht. Und der andere rennt auf der Straße rum. Ja, ist schon ein bisschen verrückt hier, unsere Tierwelt. Freue ich mich natürlich dann auch drauf, wenn wir endlich dann auch hier die ersten Tiere haben werden. Ding, dann brauchen wir, gut, dann haben wir Silage, das dauert noch ein bisschen, Silo muss erstmal durchgehen. Na, Heu haben wir. Stroh haben wir nicht unbedingt so arg viel, da müssen wir dann auch mal gucken. Ja, es sind ja unsere Felder noch nicht so erntereif. Dann können wir irgendwann mal da oben an unserem am Hof das Feld, die Rüben, aber die sind auch nicht so weit. Also es wird noch etwas dauern mit unseren mit den Tieren in nächster Zeit, so wie es aussieht. Ne? Aber das ist ja, wir müssen ja gucken. Wir müssen sie auch versorgen. Wir müssen sie auch füttern können, bevor wir welche kaufen. Die würden zwar hier im Spiel nicht verhungern, aber ne, das muss ja nicht sein. Genau so ist es. Auch wenn es nur ein Spiel ist, aber das steckt halt so drin. Ne? Du musst erstmal Futter für deine Tierchen haben, so wie das im realen Leben auch wäre. Also ich habe ganz schöne Ruckler heute drin. Immer so kleine. Und das hatte ich ja auf der alten Liebe nicht. Also ganz ehrlich, Jörg, irgendwann wäre ich jetzt im Herbst, wenn es angenehmer ist und ein bisschen Zeit auch mal ist, ich werde den Server wieder tauschen. Ah, denke ich, da hat man ja bei der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass wir beide dann auf G-Portal machen. Genau, also ich denke, das ist ganz sinnvoll. Ich bin mit dem Nitrado-Server überhaupt nicht zufrieden. So, drehen kann ich nochmal, ich bin jetzt bei 70%. Und dann könnte ich ja rüberfahren und du stichst in die Mitte rein. Könnte man das ja mal so ein bisschen, wie die das im Warnleben, glaube ich, ab und zu machen. Wobei es da auch Unterschiede gibt. Ne? Also ich habe ja lange Zeit den YouTuber Landwirt in MV verfolgt. Und wenn der gehäckselt hat, bei dem gab es das gar nicht. Weil der hat gesagt, oh, was ist denn jetzt? Dreht er jetzt nicht? Was hat er denn? Bin zu früh weggefahren wahrscheinlich. Er hat noch was im Turm. Denke ich. Hallo? Ja, jetzt. So, Mädel, dreh rum. Ja, und der hat zum Beispiel gesagt, er macht das gar nicht während der Fahrt, sondern weil er sagt, da geht auch immer was daneben und. Ja. Eben, das denke ich mir. Weil ich habe jetzt, muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Häcksler im realen Leben bei der Arbeit, habe ich noch nie so richtig aus der Nähe geguckt, sage ich mal. Warte, bleib noch zurück. Ja, bleib noch ein bisschen zurück, ja. 90% habe ich. 95. 899, so jetzt. Naja, war fast perfekt, sag ich mal. Ne? Das sieht doch gut aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, was er damit meint. Ich denke, da kommt schon ordentlich was raus aus dem Turm da, aus dem. Wenn das mal nebendran bläst und dann hast du das Zeug auf dem Feld liegen, das musst du ja dann auch irgendwo wieder
wieder verarbeiten. Genau, das ist es. Ihm ging es jetzt nicht in erster Linie darum, um den Verlust quasi, was natürlich vielleicht aber auch eine Rolle spielt, wenn du da einen großen Acker hast und das 12, 13, 14 Mal passiert, sind das auch am Ende einige Liter, Kubik, wie auch immer. Ne? Mhm. Aber ihm ging es wirklich darum, was du gerade sagtest, es liegt dann ein Haufen Häckselgut darum und wenn dann Stoppelsturz gemacht wird oder was, wo eben das dann nicht richtig eingearbeitet werden kann und auf der Stelle eben dann extrem viel Häckselgut durch den Grubber oder die Scheibenecke verteilt wird. Wo er einem dann sagt, das ist wieder ungünstig für die nachfolgenden Früchte. Eben, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja heutzutage, wollen sie ja nicht unbedingt mehr so arg den Boden aufreißen und umnummern. Und dann ist das also so minimal bewegen, wie es eigentlich geht. Und dann hast du Probleme mit so einem Haufen Häckselgut. Das da liegt. Kann man gut vorstellen. Und wie gesagt, die Häcksler sind ja so leistungsfähig, wenn man das jetzt, sagen wir mal, auf Schubkarren rechnet, so ein kurzes Danebenblasen, wie du schon sagst, ich denke, das sind schon mal zwei, drei Schubkarren, wenn es dumm kommt. Mit Sicherheit, ja. Und bei uns im realen Leben, bei uns wird ja viel Mais angebaut auch. In meiner Heimat habe ich im letzten Jahr das beobachtet, habe ich mal am Feldrand gestanden. Also die haben das auch nicht gemacht. Die haben angehalten, also der Häckslerfahrer hielt an, dann wusste der Abfahrer, okay, muss auch noch kurz stehen bleiben und wenn der Turm leer war, ist er weggefahren und der nächste ran. So, Balu ist hier gerade auf unserem gekalkten Acker rumgelaufen. Aha, und vorhin war er direkt unten an der Straße zum Dorf war er rumgelaufen, wie ich vorbeigefahren bin. Ja. Oh, jetzt hab ich einen Huhn erwischt. Uff. Können wir wieder auf der Abschussliste wieder eins einen Strich mehr machen. Wobei, hier geht's, ne? Dadurch, dass die ja einen riesen Aktionsradius hier haben, ist es an für sich nicht so häufig wie, ich sag jetzt mal, auf der Schwadeheim. Also ja gut, ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt noch auch nicht unbedingt die volle Anzahl. Wie viele Hühner im Endeffekt bei der großen Fläche, die wir auf unserem Hof haben, dann noch angezeigt. Also ob da noch irgendwelche sichtbar noch dazukommen oder ob die dann irgendwo, wie das ja im Spiel normal ist, wenn du 100 Hühner hast, dann kriegst du vielleicht 20, kriegst du angezeigt, wenn es viel sind. Ne? Und ob das, weil die Fläche so groß wie die hier bei unserem Hof ist, habe ich auf einer anderen Karte noch nie gesehen. Mal gucken, wie viel wir dann definitiv von denen Hühner dann auch sehen. Im Endeffekt bin ich mal gespannt, wenn wir irgendwann mal nach Nachwuchs haben. Das ist richtig. So, ich wollte jetzt mal kurz schauen. Halt, F1-Helfer, wie viel haben wir denn Verdichtung? 78% und 117.000 Liter sind drin. Aber noch komme ich relativ gut rückwärts drauf. Also jetzt mit der Raupe hier, ich weiß es nicht. Wir könnten vielleicht noch nur, vielleicht kriegen wir ja das Feld rein und tun das mal in Ruhe verdichten. Ich denke, können wir mal probieren. So, es geht ein bisschen schwer, aber ich komme noch drauf. So, jetzt fängt er an auszukippen. Also die Hänger fangen relativ spät an, so wie im Warnleben auch. Deswegen muss ich mich immer zügeln und nicht gleich, wenn ich anfange zu kippen, loszufahren. Du könntest vielleicht an der anderen Wand drüben, wenn du es packst, da ist noch so eine ziemliche tiefe Stelle, sag ich mal. Okay, probiere ich. Probier mal dein Glück. Aber so ist doch schön. Zwei Mann fahren hier ab. Also ich find's cool. Ja, was hätten wir denn noch? Worüber hatten wir noch ein Thema, worüber wir sprechen wollten? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ich habe noch einen Auftrag.
Ein Auftrag? Ja, also wir haben gestern Abend zufällig erfahren, dass unser jüngster, bekannter Zuschauer hatte die letzten Tage Geburtstag und hat einen ganz wichtigen neuen Lebensanschnitt angefangen. Er ist in die Schule gekommen. Der Jan, wenn du dich dran erinnerst, von der Sohn von Thomas. Ne? Na klar, na klar. Und der ist, wie gesagt, hat Geburtstag gehabt die Tage, da hat so erstmal noch nachträglich alles Gute. Und genau, auch von mir, Jan. Alles, alles Gute, alles Liebe. Und er hat, ist wie gesagt, Schulanfänger. Er ist in die Schule gekommen die Tage. Kurz danach, nach dem Geburtstag. Schön. Alles Gute von uns, auch von Alex soll ich ausrichten. Ja, genau. Das ist natürlich ein bedeutender Abschnitt, ne, wenn man dann aus dem Kindergarten in die Schule kommt. Aha, auf alle Fälle. Schön. So, dann habe ich das erledigt, dann kriege ich auch keinen Ärger. Nein, um Gottes Willen. Nee, wenn man sowas weiß, dann... Alex hat gesagt, das musst du morgen machen, wie sie das gelesen hatte. Und da habe ich gesagt, mach ich, aber schreib was bitte auf den Zettel, damit ich es nicht vergesse. Ja, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir uns doch immer häufiger mal was aufschreiben müssen. Genau. Das ist einfach so. Nee, das fand ich schön. Der Thomas hat auch schon längere Zeit mal nichts geschrieben und so weiter. Ja. In den Kommentaren hat er sich mal wieder gemeldet und hat dann auch gesagt, was los ist und so weiter, dass alles gut ist. Das fand ich ganz schön gestern. Das finde ich auch. Und es ist auch legitim, sag ich mal, wenn der eine oder andere sagt, okay, ich habe jetzt mal nichts zu berichten und vielleicht auch mal keinen Kommentar da lässt. Ja. Wir freuen uns natürlich über jeden, das ist vollkommen klar. Aber wir können es eben auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ja, ich habe jetzt mal nichts zu erzählen oder ich habe auch Urlaub oder Stress oder was auf der Arbeit. Ne? Alles okay, wie gesagt. Ich komme auch nicht immer dazu, die Kommentare sehr zeitnah zu beantworten. Das habt ihr ja sicher auch schon gemerkt. Von daher ist es einfach okay. Ich hole das dann immer ein bisschen später nach. Aber wenn es halt mal nicht ist, dann ist es nicht. Nee, das ist ja, bei mir ist es ja dann noch, bei mir kommt noch die kleine Schwierigkeit dazu, ich krieg's ja meistens nicht mit, wenn so Sonntag, Montag gucke ich meistens noch, dann ob irgendwas noch zugekommen ist, aber wenn es dann später ist, dann kriege ich es ja meistens dann nicht so mit. Du kriegst ja eine Nachricht oder Benachrichtigung von YouTube, krieg's ja nicht. Ne? Aber also von daher, wenn ich mal dem einen oder anderen, der auch ein bisschen später dran ist, dann nicht unbedingt noch was dazu schreibe, nicht böse sein. Es kann auch durchaus sein, dass ich das einfach gar nicht mitkriege, dass da noch was dazugekommen ist. Jörg, da kann ich dir versichern, da ist ja niemand böse. Und wie du schon richtig sagst, ich krieg die Nachricht, wenn ich jetzt einen Kommentar noch lese auf dem Video, was wir vor 4 Wochen gemacht haben oder, das kriegst du nicht mit. Ne? Du guckst ja jetzt normal auf den Kanal, ich habe das YouTube Studio und da kriege ich eben auch, ich habe zum Beispiel auch Kommentare noch gehabt auf Videos von vor 2 Jahren oder auch noch, wie ist das gleich? Die Karte im 19er, die ich gespielt habe, The Valley, The Old Farm und so, da hat auch noch einer was geschrieben. Ja, wenn ich das lese, ich beantworte das, ob derjenige das dann noch liest, weiß ich nicht. Würde ich mich zwar freuen drüber. Ja, normalerweise kriegt er ja dann auch eine Benachrichtigung, wenn du was dazu zu seinen Kommentar dazu geschrieben hast. Oder? Richtig. Von daher. So, 71, da geht noch was. Ja, aber 3-mal werden wir noch fahren müssen, denke ich, oder? Mal gucken. Ja. Ah, und dann möchte ich noch was zum Wolfgang. Der hat beim letzten Oldstream einen Kommentar drunter gesetzt, der hat sich ein bisschen markiert, dass wir hier immer von Liter sprechen, ne? Im Spiel. Und ja, Wolfgang, was soll man machen, wenn Giants im Endeffekt sagt, wir benutzen Liter, warum auch immer die das machen, vielleicht ist das auch in anderen Ländern eher Sitte oder so, und Giants denkt ja global, wie wir alle wissen, ne? Und warum sollen wir da jetzt plötzlich mit anderen Maßeinheiten
ankommen, wenn das Spiel uns die Liter vorgibt. Das ist ja auch doof, wenn ich jetzt sage, wir haben 5 Tonnen Häckselgut geerntet heute und es stehen 5.000 und es steht ein L hinten dran. Ne? Dann kommt dann irgendeiner, warum schreibt, redet ihr von einer Masse, obwohl da Volumen hinten dran steht. Ne? Also von daher, sehe uns bitte nach, dass wir einfach nur die Einheit nutzen, die uns das Spiel vorgibt. Und da wollen wir uns da nicht unbedingt irgendwie was anderes ausdenken und sind dann im Endeffekt noch mehr am Erklären, warum wir das so machen wie jetzt. Ne? Nee, das ist ja vollkommen klar. Ich weiß, wovon du redest. Ich habe da mit Wolfgang ja auch, hatte ja da den Kommentar, wie du schon sagst, geschrieben und ich bin da auch drauf eingegangen. Du hast es vollkommen richtig erklärt. Das Spiel gibt eine einheitliche Maßeinheit vor, Liter. Natürlich wissen wir, dass eine Tonne Wolle vom Volumen her viel, viel mehr ist wie eine Tonne Kartoffeln. Na? Das ist ja klar, aber irgendwo muss ja das Spiel oder müssen die Giants-Leute ja eine einheitliche Maßeinheit finden. Und das gewöhnt man sich an und deswegen sagt man dann auch Liter, obwohl wir jetzt auch, ich habe jetzt 12.000 drin, könnte man sagen 12 Kubik. Sind 12.000 Liter 12 Kubik? Ja, rein theoretisch schon. Ne? Hm. Aber sind es auch 12 Tonnen? Fragezeichen. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Also, ja, wir müssen halt, es ist eine Simulation, sie ist auch doch in sehr, sehr großem Maße sehr realistisch, aber eben 100% Realismus wird es wahrscheinlich im Landwirtschaftssimulator nie geben können. Denke ich zumindest. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Sie sind dran und machen immer mehr und auch jetzt mit dem neuen LS-Teil wird auch, denke ich, noch hier und da ein Stück weit mehr Realismus ins Spiel kommen. Aber 100% wird es nie geben. Ja. Oh, von daher. Nee, aber da wollte ich noch was zu sagen. Wir machen das nicht mit Absicht, um da irgendwie Dinge, wir sind uns dem bewusst, dass das nicht unbedingt die richtige, also optimale Richtige, was ist schon richtig, was ist falsch, wer will das entscheiden? Aber dass das nicht unbedingt die optimale Maßeinheit ist in Liter. Aber wie gesagt, das ist das Spiel und da halten wir uns dran. Das genau. Damit auch jeder weiß, von was wir reden im Endeffekt. Richtig. So. Bevor ich das jetzt rein, ich würde sagen. Versuch's nochmal an der Wand lang. Immer an der Wand lang. Genau. Mal sehen, ob es gelingt. Und ein bisschen mit Schmackes hier auf Silo. Aber bislang funktioniert es ganz gut. So viel rausdrücken machen wir gar nicht. Und es sieht auch recht homogen aus. Also wir sind eigentlich nicht die schlechtesten Abfahrer, ne? Nee, ich denke, wir können uns ein bisschen selbst loben heute. Der das Silo baut, oh, Selbstlob stinkt, sagt man. Aber der das Silo baut, der hat jetzt nicht so viel Arbeit mit uns. Nee. So, jetzt geht die Klappe auf, jetzt können wir einen Gang reinpacken und los geht's. Es kommt doch ein bisschen was zusammen. Ne? Ich hatte erst die Befürchtung, dass ja gerade mal der Boden bedeckt ist. Nee, also ich weiß nicht, haben wir jetzt schon fast, müssten wir schon fast 200.000 Tonnen haben, Liter. Ich steig jetzt gleich mal aus, ich gehe mal gucken. Ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber na gut, also ich sag mal, alles in allem 200.000 werden wir knacken. Bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Und das ist schon für den Anfang ganz gut, ne? Ja, mit Sicherheit. Sicherlich müssen wir dann unsere Planungen weiter gut überdenken, was bauen wir an, weil dauert ja auch ein paar Monate, ne? Eben. Nee, muss aber jetzt, mal gucken. Jetzt haben wir dann erstmal geerntet, eine Zeit lang.
Dann müssen wir ja dann auch die Felder wieder machen. Da haben wir auch das Hühnerfutterfeld, müssen wir dann auch mal wieder einpflanzen. Das müssen wir machen. Dass wir wieder Hühnerfutter kriegen auch wieder, ne? Richtig. Ja, und wie gesagt, jetzt geht's ja erst oder liegt der Fokus da drauf, von jedem Futter oder was wir also an Komponenten für die Futterration brauchen, etwas da zu haben. Und dann müssen wir auch erstmal schauen, je nachdem, wie viele Tiere wir haben, wie viel verbrauchen sie denn. Ne? Wir haben dieses Enhanced Animal System mit drauf, also das erweiterte Tiersystem. Und das ist, ich teste das ja auch auf 2 Karten aktuell und muss da wirklich feststellen, und das sind Karten, wo keiner da irgendwo an den Stellen, denke ich, was gemacht hat und da hochgedreht hat. Also das greift schon ganz schön rein. Also Futterbedarf ist deutlich höher. Es kommt mehr Mist, es kommt mehr Gülle, es kommt mehr Milch. Also das müssen wir schon mit im Augenwinkel haben, dass wir hier einen erhöhten Futterbedarf haben werden. Nee, das ist ja, müssen wir gucken. Wow. Wie wir das, dass wir das alles unter einen Hut kriegen dann auch. Von daher müssen wir auch überlegen, was wir anbauen. Ich denke mal, wir werden nochmal Mais machen müssen, damit wir nochmal Silo machen können, wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Und das kann man eigentlich auch jedem, sorry, warst du noch nicht fertig? Erzähl euch weiter. Nee, mir fällt gerade ein, das kann ich aus meiner Erfahrung jetzt mit diesem erweiterten Tiersystem jedem von euch, der da jetzt sagt, okay, habe ich noch nicht gemacht, ich möchte es probieren, mit an der Hand geben, übertreibt es nicht mit den Tieren am Anfang. Also dann lieber erstmal schauen, wie viel verbrauchen sie denn? Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, auf der Alteiche 10 Milchkühe, 10 Fersen und ein Bulle, die brauchen ordentlich Futter. Und auf der Krumbach ist es dasselbe, dort fütter ich ja bloß Heu, aber da brauche ich auch für meine 15 habe ich glaube ich dort, Milchkühe auch pro Ingame-Tag 4,5 Ballen Heu. Und das ist ganz schön heftig. Aber schön. Ich wollte es ja so. Ich wollte ja, dass man eben mal ein bisschen mehr zu tun hat. Die Standardeinstellungen sind ja die, du fütterst einmal und dann kannst du quasi, ja, brauchst kein Futter mehr machen. Reicht. Ja. Für 1-2 Jahre. Genau. Nee, das ist ja schön. Und wenn man das weiß und kann sich darauf einstellen, ist das ja auch alles gut. Von daher sage ich ja, müssen wir mal gucken, dass man dann das eine Feld, da hinten die Kartoffelfeld und so weiter, dass wir da gucken, dass wir da wieder Mais drauf machen oder was. Damit wir Silage machen jetzt hier, können. Kollege, Kollegin. Irgendwie hat sie den Gang nicht gefunden, die Farbe nicht gefunden, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist ja auch, wir kriegen ja dann auch wieder mehr Gras, durch das, dass wir die Felder ja dann schön behandelt haben, gedüngt haben und so weiter. Kriegt man da ja auch ein bisschen mehr runter. Also von daher, es läuft schon. Ach, alles gut. Und im Prinzip haben wir ja von Anfang an gesagt, auch hier gilt ja die Maxime wie bei der alten Liebe. Der Weg ist das Ziel. Wir wollen hier keinen Stress machen und müssen jetzt innerhalb von 10 Folgen alles haben. Und das ist ja gar nicht unser Ansporn. Unser Ansporn ist hier schön mit Youngtimern zu spielen. Und einfach Spaß zu haben, ne? Ah, eben, genau. Nee, darum geht's ja, das ist ja die Hauptsache. Und wie ich vorhin ja schon auch gesagt habe, also du kannst ja, was weiß ich, hunderte von Tieren in so einen Stall reinmachen und sehen tust du im Endeffekt, wenn es hochkommt, vielleicht 20 davon. Mehr kriegst du eh nicht angezeigt, von daher. Wir wollen ja einfach nur ein paar Tiere, denn wenn wir schon die Stelle auf dem Hof haben, dass wir da ein paar Tiere reinstellen. Und wenn wir, was weiß ich, 15 plus 7, dann brauchen wir nicht mehr, brauchen wir auch keine 50 reinstellen am Anfang zumindest, denke ich mal. Eben. Nee. Wir wollen keine Hochleistungsmast hier betreiben. So, ich bin gleich voll, 97. Jawohl. Ich bin hier dran. Und ab geht der Peter hier.
So, aber ich werde nochmal zurückkommen müssen, ne? Du wirst das auf keinen Fall hinkriegen. Auch, ich glaube nicht, dass das nur noch eine Bahn ist, was der da, oder was er da nebendran stehen hat. Und ich denke sogar, dass du nochmal rauskommen musst. Weil da wird noch, wenn es bloß ein Klecks ist, aber da wird auf jeden Fall noch was übrig bleiben. So, können wir ein bisschen Gas geben hier. Jetzt geht es relativ geradeaus. Ein paar Kurven sind drin, aber schlägt sich so nicht schlecht, der MB, muss man sagen. Sicherlich am Berg hat er dann mal hier die eine oder andere Anfahrschwäche. Aber das haben wir ja von Anfang an gesagt, ne? Wir wollen und wir müssen uns erstmal rantasten, was wir hier an Leistung brauchen. Wir haben die Maschinen so ausgesucht, dass wir für unsere doch relativ kleinen Arbeitsbreiten passend sind, aber ja, die, wie du schon vorhin sagtest, die Felder sind teilweise relativ steil und da werden wir wahrscheinlich hier und da noch mal ein bisschen korrigieren müssen, nachjustieren. Ja, eben, das Problem ist ja auch, du hast ja manche Mods, der steht zwar drin, der hat so und so viel PS und so weiter, aber dann ist er halt auch vom Modding her, sind sie halt auch unterschiedlich und da musst du halt auch viele erstmal austesten. Ob die sich dann auch so verhalten, wie du es erwartest und so weiter. Von daher müssen wir mal schauen. Aber bis jetzt funktioniert ja eigentlich alles ganz, ganz brauchbar, sage ich mal. Ne? Genau. Was wir jetzt noch nicht wissen, wenn wir dann Bodenbearbeitung gehen, was uns da erwartet. Wobei wir haben einen kleinen Flug erstmal. Ja, also zumindest auf dem ebenen Hühnerfutterfeld hat der Flug ja schon ganz gut funktioniert und auch mit dem Traktor dazu. So, aber was anderes, René, der Mais ist geerntet. Hast du doch weggekriegt alles? Jawohl, ich habe 94%, das war fast eine Punktlandung. Perfekt. Perfekt. Na gut, dann würde ich jetzt abkippen, dann würde ich mal raus spawnen, den Häcksler reinholen. Genau. Die Pickup hat man ja schon gekauft, ne? Oder? Die steht auf dem Hof, genau. Gut. Und dann rüsten wir um und dann fahren wir auf die Wiese raus. Genau. Wie gesagt, das Verdichten, das machen wir mal unter der Woche. Es sieht nicht so schlecht aus. Eigentlich ist es nur ein bisschen ranschieben. Und noch zwei, dreimal drüber mit der Raupe. Jetzt habe ich erstmal eine Beule ins Schild gefahren oder eine Delle vielmehr. Ja. Das werden wir dann mal unter der Woche machen. Gehen wir mal noch ins Gras, gucken wir mal. So, komm. Schieb rein hier. Na, jetzt kriegt man langsam Probleme hier mit dem Hochfahren, oder? Mit Schwung. So, 3 km/h wieder. Kippen. Klappe geht auf und los geht's. Ja, das Gras, das wird natürlich dann ein bisschen eine längere Nummer. Da werden wir, denke ich, nach den Folgen oder zwischen den Folgen doch mal uns treffen müssen und das ja, zusammen machen, weil alleine geht nicht. Nee, das ist schwer. Nee. Man kann zwar den Hänger hinter den Häcksler hängen. Ja, aber Das ist ja dann. Ich sag einfach mal, Jörg, da werden wir doch hoffentlich mal wieder ein paar kühlere Tage finden und auch mal einen Tag, wo wir beide Zeit haben. Das ist nach wie vor unser größter Feind. Also bei mir ist es im Moment wirklich gerade wieder ganz arg. Und dann machen wir das mal und dann machen wir uns mal einen schönen Abend oder Nachmittag oder so. Ja, kriegt man schon hin. So, gut. Ich würde jetzt mal rausspringen zum Häcksler. Zack. Klappen den ein. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt das Gras häckseln, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir den Hänger hinter den Häcksler hängen und einer fährt dann immer den vollen Hänger weg oder so. Was denkst du? Geht am Ende vielleicht schneller, ne? Hm. Hast du das eine ganz gute Idee, bin ich auch der Meinung. Was müssen wir denn überhaupt hier mit dem Feld veranstalten? Volles Programm, muss gepflügt werden, Unkraut, Kalk.
Einmal das volle Programm, bitte. Ah, Moment, René. Ja. Ja. So. Ja, der Jörg musste jetzt mal, klang so ganz kurz zur Tür. Weiß nicht, ob der Postbote draußen steht. Aber er wird gleich wieder da sein. Aber so ist es halt, ne? That's live, dass auch mal einer kurz an die Tür muss oder so. Jetzt ist er schon wieder da. Bin schon wieder da, alles gut. Na? Ja, wir sind halt keine Profis, wo ein rotes Licht draußen an der Tür prangt, on air oder so. Nee, also wie gesagt, das ist. Wir wohnen hier mit meinen Eltern, die wohnen im Erdgeschoss. Und da kann es durchaus mal sein, dass unten die Tür aufgeht und ein Ruf kommt. Vollkommen okay. So. Bin auf dem Weg. 25 macht das Ding hier bloß. In Anführungszeichen bloß. Reicht. Dann gucken wir mal. Jetzt weiß ich bloß nicht. Ich glaube, die Tandems kann der nicht koppeln. Oder haben wir das probiert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Glaub. Oder doch? War es doch so, ne? Doch. Denke ich, kann die zwei mit rausnehmen. Okay. Und dann kann schon einer. Doch, wir haben ja hier das Vorgewende gemacht, stimmt. Und das haben wir Achso, ja. Achso, du meinst jetzt an der Häcksler? An den Häcksler. Ja, doch, das funktioniert. Der hat ein normales Zugmaul. Zugmaul, kein Kugelkopf, ne? Nee. So, ich bin auf der Zielgeraden. Ich sehe schon das gekalkte Hühnerfutterfeld. Das hat sich jetzt eingeprägt, Hühnerfutterfeld. Ja, ja. Aber zum Meer taugt es auch nicht, ne? Hier brauchst du kein Mais oder Kartoffeln oder sonst was drauf machen. Nee, nee. Es ist eigentlich nur was für Getreide, um halt Hühnerfutter. Werden wir halt wechseln zwischen Mais und Gerste. Sorghum, Hirse, ich weiß nicht, ob da was zusammenkommt. So, jetzt muss ich mal schauen, wo die Pickup liegt. Ich habe sie ehrlich gesagt vorhin noch nicht gesehen. Müssen wir mal hier in der Außenperspektive. Ah, jetzt sehe ich es doch. Gut. Da werde ich vielleicht mal hier vors Schneidwerk den Maispflücker legen. So, Huhn, geh beiseite, wenn dir dein Leben lieb ist. No, rennst noch, genau, zwischen den Rädern durch. So. Okay, ich bin startklar. Ja, fahr du vorne weg. Ich folge dir. Jo, ich bin was langsamer. Du hast auch ein paar Hühner vorm Vorderrad nebenbei bemerkt. Ja, gut. Der Hahn, der hat sich hier mitten auf dem Hof gemütlich gemacht. Der sagt sich, ich bin hier der Chef. Super. Achso, hast du jetzt zufällig nochmal geguckt, wie viel das Häckselgut im Silo war? Aber nee, 200 werden wir nicht geschafft haben, denke ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Das war ja, sagen wir, 12.000 ging, glaube ich, in die Hänge rein. Da sind wir 24 zu, da sind wir vielleicht knapp bei 180.000 oder so. Aber das ist doch okay. Was denn? Ne? Für einen Anfang. So, jetzt müssen wir berghoch. Und wieder ein bisschen berg runter und wieder berg hoch. Über die Brücke, über den Bahnübergang und dann sind wir schon fast in Schlagdistanz. Zug.
Es ist so ein Ding hier, ne? Da müssen wir gucken, weil das Ding ist... Ach so, ja, genau. Da war der ja. ist tödlich. Da war was, ja. Kommt aus dem Nichts. Der ist tödlich hier. Deswegen werde ich jetzt mal bremsen, mal in die Außenperspektive gehen und gucken. Nicht, dass er hinten angedonnert kommt. Nee, kommt er nicht. Häng dich dran, freie Fahrt. Für freie Häcksler und Treckerfahrer. Oh, ja, da aber fein geschwadet. Das sieht ja gut aus. Und das sieht nach viel aus. Nebenbei bemerkt. Das sieht nach verdammt viel aus. Ja, daran seht ihr schon mal, wie groß die Weide hier ist. Ja, die hat schon eine gewisse Größe. Was mir gerade einfällt, weil ich hier die Baufläche sehe, ne? Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja ein Update für die Karte. Und Black Sheep Modding hat sie ja größer gemacht. Und wir beide haben uns die angeschaut. Und sind aber zu dem Schluss gekommen, es ist jetzt nichts so gravierend Neues dabei, außer dass mehr Felder und größere Felder sind, wo wir sagen, das müssten wir machen und müssten einen neuen Spielstand beginnen, weil der wäre auf jeden Fall erforderlich. Wenn du den hintersten abhängst, würde ich mir den eventuell gleich mal so schnappen, genau. Ja, und haben eben überlegt, was machen wir? Fangen wir da neu an, aber es ist wie gesagt nichts dabei, wo wir sagen, das würde ja. Sinn machen, oder? Nee, das ist im Endeffekt sind es mehr Felder. Der Garten, den wir auf dem Hof haben, der würde bespielbar sein. Ne? Und was sie noch gemacht haben, es gibt eine zusätzliche Frucht. Ich meine, es ist Alfalfa, ne, wie heißt das in Deutsch? Was? Ja, irgendwas war es. Nee, Ackergras, dachte ich. Nicht Ackergras, das ist Alfalfa in Amerika, ist bei uns ist Gras. Oh, jetzt kommt. Das ist gute Gras halt. Und Weidegras? Nee. Nee, warte mal, ich kann. Ich guck mal schnell. Und was noch halt ist, sie haben der hintere Unterstand, wo man die Kartoffel und die Grünbrot und so weiter drunter stehen haben, da haben sie ein Ballenlager reingebaut. Und den Ballenlager haben wir uns selbst untergebracht. Da fällt das schon mal, also das brauchen wir schon mal nicht. Und wie gesagt, diese eine zusätzliche Frucht, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt, sag ich mal, wo uns unbedingt arg viel weiterbringt, sage ich. So. Und ja. Der Garten, naja, das ist auch sowas, wo man. Und da haben wir halt wirklich, wie der René gesagt hat, uns gedacht, das ist es lohnt sich nicht, das, was wir hier jetzt uns eingerichtet haben und umgebaut haben, aufzugeben. Umziehen zu lassen, sage ich mal. Die Arbeit müssen wir uns nicht machen, denke ich. Genauso ist es. Also das ist das, was ich mit Jörg besprochen habe. Wir haben jetzt nicht die Mega-Umbauten gemacht, ne? Das war jetzt nicht so, aber trotz alledem war es Zeit, Arbeit und Aufwand. Und wie er jetzt schon gesagt hat, das, was jetzt neu gekommen ist, ist schön, die Karte, dass sie größer geworden ist, aber es ist jetzt für uns kein Grund zu sagen, okay, hier müssen wir zwingend tauschen, weil das eben so viel besser ist. Nee, eben, das ist es, wie gesagt, wir haben nicht viel, also haben nicht viel umgebaut. Aber das ist auch die ganzen Mods dann wieder auf die Karte zu stellen und so weiter. Das ist halt alles Zeitaufwand. Und wie gesagt, wenn das wirklich was gewesen wäre, wo uns im Spiel weitergebracht hätte, dann hätte man mit Sicherheit drüber nachgedacht. Aber das, was sie uns da jetzt bieten, das ist jetzt nicht, das ist nicht die Welt. Eben. Aber das soll jetzt keine Kritik an Black Sheep Modding sein, ne? Nee, also, dass absolut. Das nicht falsch versteht, so, ich bin voll Jörg. Ja, also, der Anhänger, vielmehr. Aber es macht jetzt für uns keinen Sinn. Soll ich da abhängen? Moment. Warte mal, ich schieb den mal ein Stück zurück hier. Und
Fahr noch eine Runde und die nächste tauschen wir dann mal dann feuchtes Gras weg, ne? Das ist ein bisschen. Klar, oh, jetzt hab ich den Vorsatz abgehangen. Ja, toll. Aber du siehst, beim Gras ist es dann schon etwas weniger Ertrag. Gut, die Wiese ist ja jetzt auch noch nicht gedüngt oder so. Nee, da haben wir ja nichts dran gemacht. Das ist ja. Nee, aber nochmal zu der neuen Karte. Also wenn jemand sich überlegt, hier auf die Oldstream Farm zu wechseln und hier auf der Karte zu spielen, dann würde ich sagen, auf alle Fälle auf der, wie haben sie die genannt, Extension. Richtig. Na, würde ich auf alle Fälle mit der neuen Version anfangen, aber weil wir halt jetzt mit der alten hier angefangen haben und da ist jetzt die Neuerung jetzt so gravierend, dass man sagen muss, dass man dann wechseln muss dringend. Aber wenn jemand auf die neue Karte möchte, dann auf alle Fälle die neue Version nehmen. Genau, dann habt ihr die volle Dröhnung. Genau. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Im Augenwinkel der Zug, ich habe vorhin in die falsche Richtung geguckt. Wenn kommt der ja aus dem Tunnel? Ja, eben. Oh, und ich habe nach hinten geguckt. Oh, ich habe schon wieder Schweißperlen auf dem Stirn und das liegt nie an der Hitze. Boah. Stell dir mal vor, ich gucke dort hinter und sag noch alles frei und dann schießt er uns da ins Jenseits hier, wenn er aus dem Tunnel geschossen kommt. Na, ja, das wird schon in irgendeiner Aufnahme klappen, sag ich dir. Der wird uns erwischen irgendwann oder mich. Ich hab da immer so das Glück. So, aber ich bin noch nicht einmal rum. Jetzt habe ich 64-60%. Ist dann doch nicht so wenig. Vom Moment dachte ich vorhin, okay, ja. Also diese Ruckler hier, nee, Jörg, wir müssen den Server tauschen. Das macht keinen Spaß. Also, der eine oder andere sagt vielleicht, ja, was ist, ist es halt so, aber nee, also sowas nervt mich. Sowas nervt mich kolossal, wenn das nicht flüssig läuft. So, 90, dann könnte ich ja jetzt hier mal... sehen, dass wir diesen kleinen Klecks hier noch reinziehen. Funktioniert aber ganz gut. Ja, im Normalfall würde niemand so häckseln wahrscheinlich, aber eben ist ja dem geschuldet, dass wir hier zu zweit arbeiten und wollen ja versuchen, noch ein bisschen effizient zu sein. Und ansonsten, wenn wir es jetzt anders gemacht hätten, ja, dann hätte ich gestanden jetzt, ne? Ach, René, wir, oh. Wir haben ein Problem. Oh, what? Wir haben Gras auf den Hängern und kein Häckselgut. Jetzt, wo du sagst, ja, es sieht dunkel aus und es ist Gras. Warum haben wir nicht daran gedacht? Aber normalerweise ist das ja normal, oder? Liegt es jetzt am Mod, ja, vom Häcksler? Oder vom Hänger? Puh. Gute Frage, ne? Wie können wir das rausfinden, indem wir... Beim Mais hat er ja auch Häckselgut draus gemacht. Ja. Oder ist das Häckselgut aus geworden, wie man... Nee, da war ja gehäckselt, genau. Das nee. War ja Ich glaube, und das ist auch das, warum man das nicht so oft im YouTube sieht, diese Pickup irgendwie das wahrscheinlich nicht in Häckselgut verwandelt oder was. Ja. Houston, wir haben ein Problem. Ja gut, dann kann ich erstmal auf jeden Fall den Häcksler hier abstellen. Dann müssen wir uns mal überlegen, was könnten wir da machen jetzt? Wir haben Gras auf dem Hänger. Ladewagen bringt uns ja auch nichts. Nee, bringt uns auch nichts mehr. Ah, shit. Warte mal, wenn ich jetzt den Häcksler anschmeiße, ich muss jetzt bloß mal was probieren. Und sage jetzt,
hier abladen geht das. Muss ich mal gucken. Hallo? Hier abladen. Y. Und dann mal gucken, was passiert. Und guck mir mal die Textur an, aber ich sehe es schon aus der Ferne. Ja, das ist auch wieder Gras. Also, es sieht von der Farbe genauso aus wie die Schwade, die du gelegt hast. Also funktioniert es mit dem Häcksler nicht. Warum? Also, das müssen wir mal in einer ruhigen Minute probieren mit dem Standard-Häcksler, ob es wirklich so ist. Eben, das müssen wir mal gucken. Dass die Hänger das nicht hergeben, dass man einen Häckselgut-Anhänger braucht, irgendwie in der Art. Nee, wie gesagt, ich habe den Anhänger abgehangen, habe beim Häcksler hier abladen eingestellt, sodass der aus dem Turm das auf die Wiese spuckt. Und der kleine Klecks, du kannst ja, ich weiß nicht, ob du wieder auf dem Weg hierher bist. Ne, ich habe gerade jetzt mal was anderes ausprobiert. Also ich kann das Gras ins Silo kippen. Und dann wird es häckselgut? Dann wird es häckselgut. Ja, aber hier, also ihr seht es jetzt im Video und du dann, wenn es fertig ist, auch. Oder du kannst doch gerne mal in den Häcksler reinspringen und hier rüberkommen. Es ist genau dieselbe Farbe, selbe Textur. Wie der Schwad. Hier, siehst du? Diesen Haufen hier habe ich jetzt hier abgeladen. Nee, das ist Gras. Also liegt es am Häcksler, denke ich, und nicht am Anhänger. Das ist jetzt das schöne. Punkt. Ja, müssen wir mal mit dem Standard-Häcksler probieren, aber ich fürchte fast, dass das auch nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir haben es mal auf der Gräbach, hatten wir es mal gemacht. Da hat es eigentlich, ich weiß jetzt aber, ich glaube, wir haben es dann auch das Gras auf dem Hänger dann ins Silo gefahren und dann wechselt, dann switcht es um. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir es in der Futtermischer gefahren haben. Da funktioniert es auf alle Fälle nicht. Wir werden es mal probieren. Man könnte auch eins noch testen, dass man sagt, man konfiguriert richtig einen Häckselgutanhänger. Das ist ja jetzt ein stinknormaler Kipper hier. Genau. Dass es dann funktioniert oder mal mit dem Standard Häcksler oder ja, also das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder wenn irgendjemand von euch das Problem auch schon mal gemacht hat, gerne in die Kommentare. Richtig, es gibt ja zum Beispiel auch Mods, dass man Stroh häckseln kann, Strohschwade. Da gibt es einen speziellen Mod dafür. Aber eigentlich sollte das ja funktionieren. Ja gut, ist jetzt natürlich ein bisschen schade, gerade zum Ende der Folge, dass wir da so eine Pleite erleben, aber so ist es halt. Ne? Wir versuchen wirklich alles vorneweg zu testen, aber manchmal gibt es eben doch was durch die Lappen geht. Aber ich finde, das macht die ganze Sache ein bisschen authentisch. Ne? Als wenn alles zu 100% funktioniert, dann ist es auch schon wieder ein bisschen unglaubwürdig vielleicht. Ja, wir hätten gerade andersrum machen müssen. Wir hätten Mais häckselt in die Futtermischer und das hier ins Silo und da wäre es jetzt funktioniert. Hinterher ist man immer schlauer. Genau, eben, so ist es. Hätte Fahrradkette. So fürs nächste Mal wissen wir das. Aber jetzt müssen wir schauen und das Gras wollen wir auf keinen Fall aufgeben hier, weil das ist so viel. Und das war viel Arbeit zu mähen, denke ich. Also da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und auch zu schwaden. Also du hast ja schon ganz schön Zeit investiert. Das wollen wir nicht aufgeben. Also das müssen wir auf jeden Fall retten und werden wir irgendwie auch retten. Im schlimmsten Fall schmeißen wir es halt in das Fahrsilo und das andere und müssen es dort wieder rausnehmen als Häckselgut. Dann irgendwie, irgendwo kriegen wir das hin. Ne? Aber für heute machen wir Schluss. Sagen ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, versucht nicht so dolle zu schwitzen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und überlasse die letzten Worte dem Jörg. Macht's gut. Tschüss. Ja, das bleibt mir eigentlich viel mehr auch nicht zu sagen. Ne? Genießt das Wochenende, soll ja dann hoffentlich die kommenden Tage dann ein bisschen angenehmer werden, das Wetter. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche dann.
auf der Frühling und in 14 Tagen dann wieder hier. Und dann vielleicht auch mit einer Lösung von unserem Problem von heute. Ansonsten macht's gut. Bis dahin. Tschüss.